Hallo, meine Straßensperre öffnen, Truckbesorger und herzlich willkommen zurück zum weiteren Lauschingründchen hier bei SnowRunner. Wie sind wir da? Ich habe eine ganze Weile nicht aufgenommen, weil ich vorproduziert hatte, ja. Und jetzt aber wollen wir natürlich weiter aufnehmen. Naja, noch nicht viel vorproduzieren, das mache ich jetzt noch nicht. Wir wollen jetzt ja unseren schönen Truck. Wir wollen unseren schönen neuen Truck, den wir wahrscheinlich gar nicht behalten werden, wollen wir jetzt reparieren mit dem schönen Reparaturset. Warte mal, eine Sache, ich bin ja immer noch zu wählerisch, was... Ich wette mit euch, wenn ich da durchfahre. Wenn ich da durchfahre, das wird nicht. Was ist das für ein Geräusch eigentlich? Na egal. Wir fahren dann den Weg hier lang. Ich fahre den Weg nach meinen... Ich weiß, ich bin kein Profi in sowas. Nee, da wollte ich jetzt aber nicht hin. Ich bin jetzt nicht so ein Profi darin, sowas zu entscheiden. Der Weg wahrscheinlich wird auch wieder ein langer Weg sein. Da habe ich halt schon sehr oft den Fehler gemacht. Aber ich fahre für mich... Da haben wir das doch gleich wieder. Ich bin kein Profi. Ich lasse sogar den Truck gleich wieder stehen. Was soll ich sagen? Also ich möchte einfach... wow. Der rollt natürlich gleich mit hier, der liebe Truck. Ich fahre so, wie ich es für mich beachte. Ich weiß ja, ich bin weit weg davon, das Spiel wirtschaftlich wirklich gut zu spielen. Oder überhaupt das richtig bis jetzt alles zu machen. Ich finde, bis jetzt bin ich auch dank eurer Hilfe natürlich sehr gut vorangekommen. Und ich werde es auch weiter so machen, denn das ist, ja, das ist meine Spielart halt. Wer mich aus den anderen LPs ja auch kennt, der weiß, dass ich dort trotzdem irgendwie so ein bisschen neben der Spur spiele. Aber bis jetzt hat es immer funktioniert, also... Gut, bei Wardheads kann ich mir leider nicht mehr den Schuh anziehen. Bei Wardheads kann ich ja leider nicht mehr den Schuh anziehen, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durchgekommen. Ja doch, das Hauptspiel schon eigentlich. Damals, zu dem Zeitpunkt, war es der höchste Schwierigkeitsgrad. Und auch so habe ich schon öfters jetzt ein Spiel geschafft, mit meiner Art und nicht den Standardweg zu spielen. Aber das ist ja mein Mathematiklehrer mir auch schon immer angekreidet hat. Dass ich irgendwie auf durch irgendwelche Wege zu meinem Ziel komme, die für andere länger erscheinen, für mich aber den kürzeren Sinn haben. Und trotzdem meine 1 oder 2 in Mathe immer hatte. Also von daher... Scheint es ja doch irgendwie dennoch zu funktionieren. Also scheint es jetzt irgendwie immer zu funktionieren. Na klar, ist die Federung ein bisschen durch. Und das werde ich auch so weiter handhaben erstmal. Ich werde das jetzt weiter erstmal so handhaben. Und weiter so machen. So, pass mal auf, wir machen das nämlich jetzt ganz anders. Ich stelle den nämlich jetzt hier so ab. So. Der bleibt jetzt da stehen. Wir holen jetzt den anderen. Den Reparaturanhänger. Bringt den aber wieder zurück. Zu unserem Standpunkt. Denn wir können immer nur reparieren, wenn wir angekoppelt haben. Habt ihr mir vor Folgen mal geschrieben. Habe ich nicht vergessen. Deswegen lohnt der sich da nicht. Außer ich habe nur noch Trucks, die dann dahin. Aber die fahren jetzt dann nicht mehr dahin. Ich nehme mir alles einfach so mal ein bisschen mit, was ich brauche. Und ja. Er hatte mir auch, glaube ich, schon geschrieben, welchen Offroader ich, ich glaube, es war aber so privat geschrieben, welchen Offroader ich mir da nehmen sollte. Ich habe mir natürlich, wie ich am Anfang cool fand, gleich wieder soll natürlich eine Möhre gewesen sein. Gut, dass ich das dann jetzt erfahren habe, aber ja, zumindest halt jemand, der das nicht auskennt. Ding. Angestoßen. Ach ja, jetzt hier muss ich auch wieder ganz langsam durchbübbeln. Ich brauche echt bessere Reifen noch. Es steht und fällt alles bei den Reifen bei uns. Und vielleicht, wenn wir den ein bisschen aufsetzen würden. Also wenn der ein bisschen höher stehen würde. Eigentlich mache ich... Also im Endeffekt fahre ich wieder voll dämlich. Ich könnte jetzt hier eine Wendung machen, was mich eine Menge Sprit kostet. Oder aber ich könnte auch einfach die Fläche ausnutzen, die ja immer hier ist. In der zweiten Einfahrt eine schöne Drehung machen. Bitte nicht wieder gegenfahren. So, dann fahren wir hier. Weil wer hier klopft, hat das Ding auch so doof hier hingestellt. Also echt.
Müssen wir die Entwickler fragen, warum sie sich denken, dieses Teil so blöd dahin zu stellen. Wen sie da wieder angestellt haben. Ah, ja, 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 ja. So. Anhänger ankoppeln. So, sehr schön. So. Dann lasst uns mal das andere Fahrzeug reparieren gehen. Und dann bringen wir das Richtung Burma. Na gut, das hätte ich mir denken können, wenn ich halt so brachial hineinbobbel, dass das dann passiert. Wir können ja unser Fahrzeug reparieren. Sollten wir vielleicht mal wieder machen. Ich habe irgendwie mal gehört, es verbraucht mehr Sprit. So, machen wir mal reparieren. Danke. So, die Zeit des Serviceanhängers hat noch 1300. Naja, bei dem, was ich hier verbrauche, wird nicht lange dauern. Kann ich die Dinge eigentlich wieder auffüllen? Selbst wenn ich mir das jetzt beantworte und ich das später mache, ich werde mich das dann schon belesen. Übrigens, ja, ich weiß, die Dinger sind für verschwundene Maschinen, die muss ich zur Fabrik zurückbringen. Das mache ich dann auch noch. Ich hoffe ja jetzt inständig, weil wir ja Stufe 5 sind. Das war jetzt. Wie viel brauchen wir noch? Okay, jetzt dauert es wieder eine Weile. Dass wir den hier irgendwie wieder nachreparieren können. Nachrüsten können, nicht reparieren können. Nachrüsten können. Das wäre halt eine ganz tolle Sache, dass der hier ein bisschen verbessert wird. Und, vielleicht bessere Reifen? Mal ordentliche Schlammreifen. Denn die sind für mich immer noch am dulligsten. Die Reifen, die bringen mir immer noch nicht so viel. Sind schon besser als die anderen, die wir, glaube ich, haben. Und wir kommen auch gut durch bis jetzt. Aber gut reicht nicht. Wir brauchen exzellent. So, den reparieren wir jetzt. Reparieren. Viel. So. Hab ich jetzt einiges gekostet. Aber jetzt ist er wieder funktionstüchtig, der Liebe. Und dich bringen wir jetzt mal rein. Weil ich will mir mal angucken, auch was ich jetzt hier ein bisschen machen kann. Nächste Stufe heißt ja neue Sachen. Wir müssten jetzt auch ein bisschen was freigeschaltet haben, dann müssen wir uns halt mal was kaufen. Man kann ja nicht alles nur finden. Ja, klar, wir können. Man kann auch alles finden. Aber ich würde gerne meine Fahrzeuge jetzt schon ein bisschen aufrüsten. Mal, wir haben jetzt derzeit 38.000. Bin auch zufrieden, dass wir jetzt gerade einen etwas höheren Betrag haben. Wird aber nicht auf ewig reichen. Das sollten wir uns die mal angucken. Aber ich weiß, ich kenne mich mit diesen ganzen Benotungen und Gedöns nicht so aus. Das ist das Problem. So, genau. Ich glaube, wir hatten auch nochmal ein Lastengetriebe, mehr einstellbares. Ah, ich glaube, es war nur für unseren, unsere Hüpfdohle, glaube ich, nur. Für die Frage, nehme ich die Hüpfdohle jetzt auch wieder damit zurück? Ja, muss ich mal gucken. Und dann müssen wir gucken, welchen wir als nächstes... Als nächstes würde der Wachturm erstmal noch dran sein, ne? Den nächsten Wachturm nehmen. Der nächste Wachturm. Und wir den dann auch wieder freischalten, und wir den ganzen Karte dann einmal aufgedeckt schon mal haben. Und alles absuchen, was geht. Und dann schon mal alles mitnehmen, was geht. Das wäre schon gar nicht so schlecht. Was ich jetzt nur hoffe, ist, dass ich mit dem anderen hier bisher überhaupt komme. Ich sehe es schon kommen, dass ich mit dem anderen hier wieder abkrebel. Ja, und das mit den Warnlicht, das, ich weiß, das war, ja. Aber das ist cool, das bleibt drauf. Zumal wir jetzt ja ein bisschen Geld erstmal haben, auch wenn das wahrscheinlich nachher für was anderes verbraucht wird. Dann arbeiten wir uns halt mal mit dem Lastending durch. Ich glaube, es hat auch weniger Spritverbrauch, wenn du über den Lastenzug gehst. Lalalalalalalalala. Ich weiß noch nicht, wie weit ich vorproduziere. Muss ich mal gucken.
Da bin ich mal so. Ich bin immer noch voll in der Laune drin, aber ich muss mich auch so ein bisschen ziemen, dass ich nicht immer dauerhaft da drinne hocke und die ganze Zeit da nur das Spiel halt zocke. Ne? Da muss ich schon darauf achten. Sonst bin ich so weit weg wieder von den Aufnahmen und alles, was ihr mir schreibt, ist dann viel zu spät teilweise. Bringt mir ja dann auch nichts. Also ich sag mal, das Maximale, was ich mache, ist immer, dass ich sozusagen die eine Woche ausfülle. Also sprich, bis Sonntag eine Folge komplett aufnehme. So habe ich dann Möglichkeiten, danach auf einige Teile zu reagieren. Manche Sachen erledigen sich ja dann in weiteren Folgen, wenn ihr das schreibt. Aber so habe ich immer die Möglichkeit, nach der Aufnahmesession das zu machen. So. Ist eigentlich nur noch die Reifen oder so ein bisschen nass, weil der Schlamm mich ja wirklich sozusagen immer wieder wegdrücken. Wenn ich das habe und da den Grip reinbekomme, dann könnte man zufrieden sein. Das Ding da. Ah ja, doch, packen wir hier mit drin. Wo packen wir den denn hin? Ach komm, den stellen wir hier hin. Hier stellen wir den hin, genau. So, Anhänger lösen, Fump fertig und rein da. Wir gucken gleich. Ich will jetzt erstmal auf die Karte zurück und gehen wir jetzt zu dem Chevrolet Kodiaq mal. Wieso hat denn der jetzt nur noch so wenig Sprit? Will er mich rollen? Ich habe den doch gefüllt. Ja. Ja. Das ist fantastisch. Nicht. Ich habe den doch betankt. Ich komme damit niemals ans Ziel an. Das ist schon klar. Aber ich wollte jetzt nicht schon wieder meinen Großen da rausziehen. Das hatte ich jetzt nicht schon wieder die Lust. Cool, der wackelt voll gut. Ja gut, bringt eh nichts viel. Gut, ich wollte mit dem eh auch mal zurückfahren. Ich wollte mit allen mal reinfahren und wollte mir die mal alle angucken. Ich weiß, das ist wieder doppelter Spritverbrauch, etc. pp. Aber... Warte mal. Welche Richtung fahren wir mit denen denn jetzt? Ach, da komme ich jetzt nicht lang. Also machen wir jetzt hier den Weg. Hier den Weg. Da 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 den Weg. Und dann hier den Weg lang. So. Los geht's. Eigentlich wäre es sinnvoller, wenn ich den dann in dem anstecke, das andere dann Motor startet und mir den einfach nur mitziehe, oder? Ah ne, komme ich gar nicht hin, warte mal. Ich bin jetzt auch gut. Ich will mir zwar den kürzeren Weg gehen, das bringt mir aber nichts. Weil ich will den anderen ja abholen. So, ich muss ja den anderen abholen. Bis hierhin ist okay, dann muss ich mir den rausnehmen und den rausnehmen und den rausnehmen, weil ich muss zu dem daran. Sprich, ich muss ja hier unten lang. Wenn ich mich... Nee, ich fahr sicher. Ich fahr safe. Ich fahr safe.
Ich riskiere jetzt nicht, mich da schon wieder. Wisst ihr, ich weiß, sollte da jetzt eher durchfahren und das machen, aber ich kenne mich, ich stecke dann da drinnen und muss dann meinen anderen Truck aus der Garage, den ich da gerade drinnen hatte, wieder rausholen und dann den wieder erstmal bergen. Nun hätte ich den gleich nehmen können. Oder ich wollte alle mal gerne in die Garage stellen, damit ich die mal gucken kann, was kann ich verändern, was kann ich noch verbessern. Deswegen nehme ich den mal mit. Nachher kann ich den ja nochmal reparieren lassen. Die Karosserieschaden geht nur in der Werkstatt. Boah, 1500? Aber sind wir jetzt bereit, das zu zahlen? Oh, der Scout, der schon mal wieder ein bisschen was verdient hat, dass er repariert wird. Hat der schon einiges hinter sich jetzt gerade? Einiges hinter sich. Lolololo. Ich finde es toll, dass die Brücke dann ja auch anscheinend. Bin echt gespannt, wenn wir das machen. Oh. Die Bremsen waren jetzt etwas. Ich hätte die Handbremse nehmen können. Weil ich wieder mich ablenken lasse. Deswegen beim Autofahren nicht ablenken lassen, meine Damen und Herren. Immer fahren und darauf achten. Ich überlege mir nur, für den eine autonome Winde zu nehmen. Wenn die Möglichkeit besteht. Ich glaube, das wäre sinnvoller. Ja, ist zwar noch nicht mehr so kräftig, aber da ist ja eigentlich nicht so für ein... Ja, da soll er jetzt nicht hier großartig bergen. Ich versuche zwar ab und an mal, aber bergen muss er jetzt ja nicht unbedingt. Ich würde lieber wirklich deine autonome Winde, kann ich vom Scout näher mehr machen. Und kann dann, falls er sich doch mal wieder umkibbelt, nehme ich aber nur die Winde und ziehe mich trotzdem hoch. Wäre sinnvoller. Viel sinnvoller. Viel, 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 viel sinnvoller. Oh ja. Na, Vorsicht. Wir stellen so eine blöde Betonblöcke hier hin. Fahr lieber gegen die Steinwand, da fahre ich nicht gegen die Betonblöcke. Ja gut, ich würde wahrscheinlich danach gegen die Steinwand erfahren, weil ich die Betonblöcke dann nicht mehr sehe. Dann würde ich sagen, wer hat denn die Steinwand dahingestellt? Ja. So. Bum, bum. Genau. Wir brauchen noch bessere Reifen. Dann würde ich den gerne noch den Motorentlüfter nach oben halt hin machen, dass er ins Wasser kann. Eine autonome Winde und dann geht's los. Eine größere Winde, eigentlich eine längere Winde wäre gut. Wäre schon cool, wenn man wirklich den Sumpf hier ein bisschen zurückziehen könnte. Da werde ich ja sehen, ob das passiert oder ob sie das nicht mit einbedacht haben. Wenn die Pumpen ja funktionieren, dann müsste das Wasser ja ein bisschen retour gehen. Dafür sind die Pumpen ja, soweit ich weiß, da. Und ja, die Tankstelle ist teurer. Kostet Geld, ich weiß. Sollte vielleicht den anderen Tankanhänger erst besorgen. Wenn mein Tankanhänger leer ist. Und so lange behalte ich den Tankanhänger erstmal dort liegen. Wäre sinnvoller, wa? Guck mal! Du bist doof. Du bringst mir im Endeffekt gar nichts, weil du hast nichts drin. Du hast nicht mal ein Allrad. Kein Wunder, dass du hängen geblieben bist. Ich glaube, du bist nur so ein Street-Truck, ne? Ich glaube, du bist nur so ein komischer Street-Truck. So, dann los. Ab nach Hause damit. Ab nach Hause damit und weg in die Tonne. Wir nutzen das erstmal jetzt und gucken, ob wir den trotzdem wegkriegen. Ja, ich glaube, der ist wirklich eher für die Straße geeignet, wie er da fährt. Ich will jetzt nicht mit Sprit an dem verbrauchen.
Ich will den so da reinbringen. Würde auch cool aussehen, wenn es wirklich so ein bisschen zurückgeht und das hier dann wieder so ein bisschen mehr nach Landwirtschaft dann auch aussieht. Würde ich feiern. Wir müssen den Großen dann auf jeden Fall wieder herrichten. Kann man beim Großen auch nochmal so einen Spritspeicher irgendwie sowas draufpacken? Das wäre natürlich auch gut, wie hier bei dem so ein bisschen. Bei dem so ein bisschen, dass man so ein bisschen Sprit immer mit hat. So, wenn es jetzt nicht klappt, weil der jetzt natürlich hier herumhakelt, weil er ja nicht mehr mitfährt, dann müssen wir dem Sprit nachgeben. Ansonsten würde ich das so belassen. Hier muss ich jetzt noch gucken. Ich weiß gar nicht, hier hätte ich aber Schlammreifen draufgepackt, ne? Ist trotzdem schwerer, als wenn ich ein bisschen hier drüben sitze. Der ist schon ein bisschen schwerer hier durchzubringen mit dem Kleinen. So was. So, nach tanken. Quelle. Oh. Warum hat der da nicht 49? Kann ich den nicht kleiner? Oh weia. Stimmt, ich habe ja jetzt auch wieder gar nichts hier drauf gehabt. Aber ich will den nur einmal hier durchziehen. Warum man nur dieselbe Anzahl, warum man nur 49 Liter da reinballern kann, verstehe ich nicht. Kann ich nicht einen kleineren Ding nehmen? Anstrengend. Ich hasse dich! So nah und doch so fair, so ein Mystikus. Trotzdem habe ich dich gern. Ich krieg ihn hier durch, ist mir egal. Irgendwie kriege ich ihn durch, aber ich gebe jetzt nicht meinen Tank von hier leer. Sag mal, ich krieg keinen Grip mehr rein, wa? Weil der mittendrin hängt, du blöder Straßentrag. Wer braucht dich denn schon? Ah, 22 Liter, das ist okay. Damit kann ich was anfangen. So. Ja, da müssten mehr sein, dass du die Möglichkeiten hast. 15, 20 voll Bleistift. Da kannst du es wesentlich mehr handhaben. Ey, das ist so krass, wie man sich am Anfang hier noch voll durchgequält hat. Und jetzt kannst du mit dem Kleen hier einfach mal so wenigstens durchbrechen. Wenn wir darauf achten, dass er hier nicht. Genau. So. Nach der Runde werde ich mir erstmal schön Kaffee machen, während ich das rendere. Und werde mal eine Runde Civilization mal wieder spielen. Ich hab mal wieder Bock. Hey, jetzt haben wir erstmal nur Truck reingebracht. Das ist jetzt erstmal die Aufgabe. Bevor wir irgendwas anderes machen. Aber das muss ja auch mal mit rein. Ne? Also. Hätte es auch offline machen können, aber es wäre langweilig dann. Weil dann sieht man auch nicht, was macht denn der Typel da. Damit man sich wieder an den Kopf fassen kann. Oh, und schon wieder macht er so einen Blödsinn. Aber ich habe ihn mir hergebracht. Wir schleppen lieber so ab. Also das Fahrverhalten von dem ist ja richtig ätzend. So, ausschalten. So, nachtanken. Jetzt gib mir mal die Quelle den da. Nee, ich will ja von dem Kodiak haben. Nee, ach so, Ziel. Kodiak Scout. So, gib mir mal meinen Tank wieder. Weil der ja gleich wegfällt. So, dann mache ich hier nämlich. Gib mir mal nachtanken. Ja, Quelle der Tankanhänger. Scout nachtanken.
dann mein Gepäckträger nachtanken. Ich danke dir, mein Hübscher. So, machen wir hier erstmal das. So, warte mal. Bis mal den da, gib mir mal den, weil wir müssen jetzt eh hier rüber. So, und dann geht's hier lang. Warte mal, machen wir ein kleines Stück zurück. Und da lang. Komm mit. Du kriegst kein Öl mehr. Oder Benzin. Beides kriegst du nicht mehr. So. Jetzt habe ich nämlich all meine Fahrzeuge. Guck mal, Motorschaden. B und C und M und Chevrolet und C und guck mal, da ist er. Wolle. So, und was geht hier denn jetzt nun? Das ist ein Chevrolet Kodiaq, ja? Wir gehen mal in den Truck Shop. Ein Chevrolet. Eine Heavy Duty ist das. Das ist ein Heavy Duty? Ich hab ja den da. Aber dann habe ich ja eigentlich schon den besseren, finde ich. Hat mehr Tankvolumen, ist ein bisschen besser im Leistungsgewicht. Den unteren Bereich habt ihr beide gleich. Nur, dass der hier noch, ja, Schnellstraße, blablabla, brauchen wir eh nicht darauf achten. Weg umschaltbar, hat das alles drin. Also ist der im Endeffekt wirklich nur kategorisch Tschüssikowski. So, dann lassen wir mal individualisieren. Mal sehen, was du so drin hast. Du hast gerade den Motor drin. Der kann nochmal auf ein A-Plus gehen. Das ist jetzt nicht unbedingt das Wichtigste. Hier hast du Offroad. Federung hast du. Kann ich noch nicht. Reifen hast du gerade die drauf. Die anderen kann ich ja eh alle noch nicht. Erst Rang 6. Nein, erst Rang 6 kriege ich meine. Dann kriege ich so eine Schlamm. Der hat ja nicht mal Schlamm. Der hat ja nicht mal Schlamm. Okay. Standardwinde, Langwinde, Mediumwinde und Hochleistungswinde, Medium. Der hat ja nicht mal eine Ersatzrad, hat er auch nicht. Schnorchel braucht er ja nicht. Guck mal, der hat einen Frontallang. Allradantrieb. Ist aktivierbar, aber da muss ich ja Alaska erkunden. So, der hat im Endeffekt gar nichts eigentlich. Den können wir abstellen. So, jetzt gehen wir mal ins Trucklager. Guck mal, der würde verfügbar, und wenn ich die verkaufe, gibt's 16.000. So, tschüss. So, mein Fleetstar. Na, mein Hübscher. Dann lass mal gucken, was wir bei dir jetzt machen können. Da können wir nichts machen. Hier können wir nichts machen. Sag mal. Michigan, Nordamerika, um diesen Gegenstand zu finden. Mann, ihr seid gemein. Ich habe immer noch die Schnellstraße. Oh, ey, es ist so ein Kack. Wann kriege ich denn hier mal was? Das ist auch wieder nur Müll eigentlich. An 12. Ach, Mann! Ich hab erst nichts! Ich brauche einen Allradantrieb. Das heißt ja im Endeffekt, dass ich jetzt keinen Antrieb mehr habe, ne? Und dann kann ich das hier aber verkaufen, weil es nur ein Hinterradantrieb ist. Für 500. So. Toll, der bringt mir gar nichts. Ich konnte gar nichts machen mit dem. Ja. Wegsammlung verfügt über 3 Lastgänge. Ich habe jetzt den drin. Haltbarkeit, Spritverbrauch, Leistungsgewicht. Ja, dann nimm den mit rein. Wenn wir den jetzt schon haben, den haben wir ja gefunden. Erhöht kriege ich ja auch noch nicht, ne? Ich habe jetzt die noch gerade drin. Offroad bringt mir aber auch nichts. Schlammreifen
Rang 7! Ja, mache ich jetzt. Das ist der Truck, den wir verkauft haben. Aber ich kriege auch noch gar keinen Schnorchel. Oh nee, ey, ich komme also über Wasser gar nicht durch. Pass mal auf, wir müssen den aber auch jetzt mal wieder reparieren. Trotzdem haben wir immer noch mehr Geld als vorher. Okay, wir haben jetzt erstmal ready. Jetzt ist die Frage, was erledigen wir? Eigentlich ist es am sichersten, wir müssen, also wir haben ja hier hinten für die Fabrik Ersatzteile für Bohrungen finden. Hier ist ja ein Ersatzteil. Den da kriege ich nicht raus, den Öltanker erstmal. Ich würde sagen, ich fahre. Ich würde mir das ja hier mal angucken, aber ich glaube nicht, dass ich da halt rüberkomme. Nee, das mache ich erstmal noch nicht. Hatte ich die jetzt schon fertig? Nee, hatte ich noch nicht, ne? Also ich würde den mit dem... Jetzt mache ich etwas, jetzt bin ich ja mal gespannt. So, pass mal auf, wir machen jetzt eine Kleinigkeit, ja? Also machen wir eine Kleinigkeit. Bin ich mal gespannt, ob ich das so hinkriege, wie ich mir das vorstelle. So. Wie komme ich jetzt eigentlich in meiner Werkstatt rein? So. Reparieren kostet mich 2,5. Aber das ist jetzt. Ja, komm, machen wir mal. Immer noch 42.000. Müssen wir ja auch mal wieder machen. Ihr sagte, dass ich dann weniger Spritverbrauch habe. Eure Worte. So, V. Was? Nein. Bitte ausfahren. Bahnmodus. Aber den kann ich nicht von oben wählen, ne? Ich kann den nur so wählen. Doch, geht von oben. Mal den hier, aber den krieg ich doch gar nicht hoch. Ach ja, da war ja was. Wollen wir da herstellen? Gut, mal ganz kurz, ich bin gleich noch mal da. Ratsch, schon wieder was beschädigt. Ich sollte noch was machen. Der Kran ist ja totale Pillepalle, habt ihr mir gesagt. Ich soll mir eher was anderes nehmen. Individualisieren? Rahmen? Als Ladekran, den will ich ja jetzt nicht haben. Krokodil. Koffer, bla bla bla. Metall, Pritschen. Kraftstofftank. Yeah. Nee, das will ich jetzt auch nicht. Abschleppbiene brauchen wir jetzt auch nicht. Auslegekran habe ich ja gerade. Sattelkupplung hoch brauche ich nicht. Irgendwas mit einem Kran habt ihr mir doch gesagt. Hä? Ich hab nur den Kran. Den habe ich drin. Der da, ne? Gab es hier nicht noch irgendwo einen Kran? Wartungsholz, Koffer, Pritschen, Fingerloader, Crane, Paintable. Ah, das ist er. Der hier ist es, ne? Den Ettinger-Kran-Dings sollte ich nehmen, habt ihr mir gesagt. Der soll ja ein bisschen... Ist es egal, wie man das nimmt?
So, ist jetzt der Kran von Ettinger drauf. Genau. Und der soll ja von der Sache her stärker sein als der andere. Mensch, wer hatte da schon wieder die Karosserie kaputt gemacht? Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Stützen, Kran. Wow. Okay, der sieht schon etwas krasser aus. Da bin ich ja mal gespannt. So. Was habe ich denn da jetzt? Jesus. Maria. Ich bin echt wieder mal... Oh, der ist wesentlich stabiler. Aber ich sehe jetzt nur von einem anderen Winkel aus. Kann ich den auch verzurren? Dreht er sich jetzt langsamer, weil ich zur Richtung. Bisschen darüber. So. Nee, warte mal, der ist ja ein bisschen. Ah, okay, der ist rechts auf der linken Seite ein bisschen. Immer den noch hier ein Stück nach rüber. Genau. Ja, da wieder. Noch mal ein Stück nach da. Da, 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 da. Eine Güte. Ist aber wirklich. Hä? Ich ziehe den nur ein bisschen ein und schon verschwindet er in eine andere Richtung. Nein, geh wieder rüber. Geh wieder rüber. Ein Stück rüber und hopp. So. Kran. Kann ich jetzt den Kran irgendwie einpacken? Wachs, Anhänger verladen. Geil, das funktioniert! Yeah! Ist ja göttlich. Welle. So. Das ist, was wir jetzt noch machen. Genau. Den nehme ich mir jetzt mit. Wenn es zu teuer ist, werden wir den mit nach oben nehmen. Bei der anderen Tankstelle erstmal hinsetzen. Also, weil wir jetzt ja unten da gerade ein bisschen dort aufhalten, dann können wir den ja mitnehmen. Wackel, 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 wackel. Ist ey, wie wenn wir das beim Abschleppen immer hatten. So, meine Damen und Herren, jetzt haben wir alles zusammen. Hat ein bisschen gedauert. Heute Folge war nur eine Vorbereitungsfolge. Aber wir gehen jetzt auf Abenteuer. Warte mal. Meint ihr, wir kommen hier durch? Ich habe das Problem. Aber regulär müsste ich eigentlich den Weg hier wählen. Von uns setze ich mein Scout runter und lass mich ziehen. Oder zumindest mithelfen. Ich bin lernfähig. Es dauert bei mir alles länger. Aber ab und an geht es dann schon. Auch wenn ich jetzt schon wieder eher Angst habe, da durchzuhuscheln. Ob ich da durchkomme? Ach du Heilige, ach du Heilige, ach du Heilige.
Ach du Heiliger. Problem ist, wir haben ja noch nicht mal, wir haben gerade mal gut, glaube ich, nicht mal gut haben wir, wir haben normal, glaube ich, hier für Schlammreifen. Der Schlamm haben wir normale Reifen drauf. Das ist unser Problem. Wir haben jetzt gemacht, neuer Kran. Fast wieder alles repariert. Wir fahren jetzt gleich im Sack und Pack zurück. Das hätte ich. Ja, wobei, das hätte ich nicht geschafft. Weil der andere Kran ist zu schwach. Wir haben gleich den Öltanker mit dabei. Natürlich ist es gleich wieder so, dass du hier wieder Problematiken hast. Guck mal, wir hängen hier irgendwo auf dem Stein. Da. Der Stein da. Bist du den da? Der da. Irgendwo ist wieder ein Stein, auf dem wir hängen. Vorsichtig, sonst ratschen wir runter. Dafür sind wir leider vom Gelände her zu niedrig. Wir bräuchten eher die Erhöhung. Weißt du, was ich meine? Also, dass wir ja, die Federung höher liegen. Wir werden mit euch. Diesmal kommt wieder. Wo hänge ich denn jetzt? Wo hänge ich denn jetzt dran? Sag mal. Kannst du mir den da geben? Was hängt er denn da jetzt? Woran hängt der denn jetzt? Sag mir bloß, das war dieser Baum. Okay. Wir fragen nicht weiter nach. Ich krieg das durch. Jetzt haben wir genug dabei. Wo können wir denn uns dran koppeln? Nee, da nicht. Mann. Mann. Das ist so. Drück, 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 drück. Wollen wir hier irgendwas? Ne, wir haben ja gar nichts. Ne? Die helfen ab und an mal. Und dann helfen die. So. Ich zieh mich hier durch. Das könnt ihr wissen. Krieg mich hier durch. Was habt ihr heute gemacht? Heute haben wir uns nur wieder in Stellung gebracht. Wobei, wir haben schon ein bisschen Geld gemacht. Und den Kran haben wir ja, wie gesagt, auch ausgetauscht. Das ist jetzt nicht schlecht. Wir sind trotzdem, glaube ich, minimal jetzt mehr an Geld. Auch wenn wir eher die Sachen wieder reinvestiert haben. Die autonome Winde für den anderen haben wir. Für unseren Scouty ist erstmal eine autonome Winde drin. Das, falls ich nochmal umkippen sollte, habe ich die Möglichkeit zu sagen, ich ziehe mich selber raus. Und genau, den Kran. Also ein bisschen was haben wir schon investiert. Oh ja, da ist das rettende, ich weiß nicht was. Tankstelle, die rettende Tankstelle. Die rettende Tankstelle. Fahr weiter, mein Kleiner. Ja, du machst das gut. Fahr weiter. Ich bin nur mit meinem Sack und Pack hier ankommen. Kann ich mir den hier zumindest, warte mal, es bringt mir eigentlich hier hinzustellen oder bringt mir eher den jetzt schon mal Richtung Dings dann alles abzustellen? Ich überlege gerade, wo ich mich dann als nächstes jetzt positioniere. Wir positionieren uns schon mal da, wo wir die nächste Aufgabe erledigen könnten.
Weil es bringt mir ja nichts, hier an der Tankstelle jetzt das Ding hinzustellen. So. Planen. Planen. Da ich ja hier mit der Holzbrücke arbeiten müsste. Danach dahin möchte. Wäre es am sinnvollsten, wenn wir uns jetzt dann hier so lang hedeln. Ja, wir fädeln uns hier so ein bisschen lang. Und stellen uns hier in dem Bereich ab. Würde ich sagen. Wir stellen uns in dem Bereich ab und haben wir Tank und Co. dabei. Warte mal. Ab ist nicht. Würde ich gerne mal machen. Fotomodus ist P. Ah, guck mal einer an. Wettereffekt, Fahrrad, Backlicht. Brauchen wir jetzt nicht. Kannst du auslassen. Kann man hier irgendwie noch drehen oder sowas? Belichtungszeit, Farbtonsättigung, Filmkörnung, Sichtfeld, Fokus. Ah, hier Kamera? Ah, guck mal hier. Ist ja cool. So. So. Brauche ich ja nicht, weil ich habe es bei mir im Video drin. Muss ich dann nur wieder raussuchen. Und weiter geht's. Cool ist something. Zumal ich ja stolz bin, dass ich den jetzt da drauf habe. Jetzt habe ich es auch mal gemacht. Also wie gesagt, ich nehme die Sachen auch wie immer an. Da bin ich ja jemand, der das auch dran hält, wenn ich das gut finde. Bis jetzt hatte sich das noch nicht so ergeben. Ich war jetzt erstmal noch so ein bisschen drauf und dran, erstmal die anderen Aufgaben zu erledigen. Jetzt haben wir den Großteil ja schon da unten erledigt. Jetzt müssen wir eh hier mal hoch. Dann können wir auch gleich unseren Tankanhänger einfach mitnehmen. Dann poppen wir den erstmal da irgendwo in der Nähe hin. Können immer darauf zugreifen, nicht zu weit weg. Dann müssen wir nicht immer bis hinein ins Lager fahren. Und alles andere ist schon mal vorbereitet. Der Kleine hat jetzt zumindest die Autonome. Könnte ich den nicht dann trotzdem durch... Ah ne, zu viel Wasser könnte mein Auto ja auch kaputt machen. Ne? Wenn ich ein zu tiefes Gewässer reinbabbel. Dann mache ich ihn ja auch kaputt. Ne? Das sind noch nicht die Reifen, die ich brauche. Aber die Duty der Trucks sind trotzdem nicht so toll. Weil ich nicht die richtigen Reifen kriege bei denen. Ich habe den jetzt erstmal. Aber ich muss mich dann doch irgendwann entscheiden, doch mal einen anderen Truck zu nehmen. Weil das bringt mir hier nichts. Ich kann mit dem halt nicht durch Schlamm fahren. Und das ist ja das, was ich hier in Alaska, nicht Alaska, hier in Michigan am meisten immer drin habe. Ich habe ja hier hauptsächlich Schlamm und Mörtel und Pampe und so ein Zeug. Ach ja. Wäre ich auch schon wirklich fertig für die Montagsaufnahme. Das freut mich. Aber ich muss ja noch auf jeden Fall weitermachen. So, pass mal auf. Ich würde mir den... Genau, ich könnte mir den doch gleich hier so ein bisschen hinstellen. Hier hin. Pack mir den jetzt hier so einfach hin, den Tank. Plump. So, machen wir mal Anhänger lösen. Ah, Stützen ausfahren. Truck-Anhänger. Und dann würde ich... B, Tag. Ran-Modus. Der sieht auch richtig gut aus, wer das macht. Man merkt doch, dass der wirklich eine stärkere Winde hat. Vorsichtig, dann zieh den doch lieber ein bisschen höher. So. Und dann machst du mal den da. Und zwar oben drauf. Ja, genau. Und dann ziehst du den noch ein bisschen höher. Erheben. Eben. Ah, jetzt habe ich. Gut. Der wackelt. Wie der weichelt.
Und damit wir nicht ganz ohne sind, werden wir gleich nochmal die Aufgabe da vorne uns mal angucken. Dafür machen wir dann aber, dass wir den dann hinfahren. So, V. Nee, jetzt mache ich V. Jetzt mache ich Kran wiederherstellen. Motor abkoppeln. Und warte mal, ich kann ja sogar Quark wechseln. So. Moment, hier habe ich ja jetzt diesen Lastengang. Hä? So, hier habe ich einen niedrig Plus, dann fährt er einfach schneller. Und hier habe ich einen niedrig Minus, dass er noch mehr Lastengang hat. Ah, okay. Und dann mache ich das. So. Stopp mal. Ich muss jetzt noch was ganz kurz gucken. Genau, ich fahre den Weg jetzt hier herunter. Bis hier hin. Let it go! Das würde ich auf jeden Fall nochmal mitnehmen bei euch, dass wir uns da dann auch angenehm verabschieden können und dass wir dann zumindest da was erreicht haben. Nee. Das machst du nicht nochmal. Auch wenn die Abkürzung. Wenn ich da jetzt runterbügel, falle ich doch runter. 100 pro falle ich hier jetzt runter. Vielleicht nicht runter, aber ins Wasser, oder? Hä? Da war doch gar nichts, was da ist. Ich sehe da nichts. So, warte mal, ich bin jetzt wo? Ja, ich bin da richtig. Wow. Der hat gefunzelt. Einziger Nachteil ist, warte mal, ich muss jetzt hier hinten mir erstmal die alle wegmachen. Weil ich schon weiter bin. Geh mal weg. So. Und weiter. Das hat funktioniert. Oh, hier ist ein Auto. Da ist ein Auto. Oh no. Oh no. Alles. Zieh dich durch. Achso. Gibt mir ja nur nichts, wa? Aber ist schon übel, wenn du jetzt hier irgendwo drinnen bleibst, dann bist du durch. Dann bist du durch. Dass ich hier mir meinen Truck wieder drinnen habe. Aber habe ich nicht hier schon Schlammreifen drauf? Ja, doch, ne? Bumm. Und weiter geht's. Da geht's zum Gas. Und da geht's zum. Was auch immer. Wird nicht erledigen. Was auch immer. Ich konnte es nicht erlesen. Da. Cool. Nächsten Auftrag noch mal geschafft. Das ist schon mal gut, dass wir den jetzt auch noch mal mitnehmen können. Das wird noch mal ein Spaß hier mit dem Dicken dann durchzukommen. Ach du Heiliger. Wollen wir auch nicht stellen, müssen wir ganz leicht hier ran. Klack, klack. Der Fluss ist angeschwollen und für unsere Trucks wird es immer schwieriger, zur Bohrstelle zu gelangen. Wir brauchen eine einfache, robuste Brücke, damit sie nicht weggeschwemmt werden. Mach dich an die Arbeit. Annehmen. Holzplanken. Das ist
Wobei, hier hätte ich die Möglichkeit, da habe ich diese Dinger da. Könnt ihr den Weg von dort nach dort nehmen? Daran und hier die Holzbrücke bauen. Wenn ich mich hier dran durchziehen kann. Wäre ein Risiko wert, dass ich mit dem, ich muss mit dem jetzt wieder komplett entgegengesetzte Richtung fahren. Hier einmal wieder herum. Und von hier dann das. Weil ich glaube nicht, dass ich hier durchkomme. Ne, hier komme ich nicht durch mit meinem Truck. Noch nicht. Noch nicht. Aber für heute war es das erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommt mir immer was Feines. Und über ein Abo freue ich mich natürlich auch mal sehr. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Gucken wir mal, dass wir das Ding hier repariert bekommen. Ich glaube aber, ich werde von der anderen Seite versuchen, ranzukommen. Versuch mal klug. Mehr können wir nicht machen. Aber weil dann die ganze Strecke nochmal hierher zurück. Das ist doch Palla die Waldfee. Guck mal, ich fahre jetzt mit dem hier erstmal lang. Hier ist jetzt Blödsinn. Aber mit dem Weg dann hier zurück ist doch sinnvoller, wenn ich gucke, dass ich hier über mich hier rüber hange. Klang, 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 klang. Und dann das hier abliefere. Wäre die sinnvollste Variante. Werde ich, glaube ich, auch so machen. Und da wir ja den stärkeren Kran haben, überlege ich, dann kann ich mit dem Kran mich ja immer ein bisschen weiter vorhange. So. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen versuchen wir das mal so. Aber ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, indem ihr euch die Folge angeschaut habt. Und alles hat nämlich gut bis dahin. Tschüss.